als hätte ich es tatsächlich geplant. Heute ist Gründonnerstag, morgen pünktlich fürs Karfreitagsvideo habe ich das Pudel fertig gekriegt. Und wenn ihr Lust habt, euch anzuschauen, wie ich es gemalt habe, dann bleibt es jetzt dran. Ja, grüß euch, ich melde mich hier aus dem Atelier. In Zeiten, in denen man sowieso nicht rausgehen sollte, das ist genau die Gelegenheit, einmal wirklich ein Großformat zu bearbeiten und sich ein paar Tage im Atelier einzuschließen. Wobei, wenn ich unterwegs bin, meistens treffe ich da sowieso keine Menschen, weil ich immer ganz abseits unterwegs bin. Die letzten Videos behandelten ja meine Reise auf die Seiseralm und ist ein Mehrteiler geworden, wie ich oben durch den Schnee stapfe und male. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, dann verlinke ich euch hier die Playlist. Und auf einem der Wege, gleich am ersten Tag, habe ich ein wunderschönes Motiv gefunden und das wollte ich umsetzen. Und zwar steht da ein Marterl, also ein Kruzifix, steht da mitten auf dem Schneefeld und dahinter ist der Langkofel und der Plattkofel und eine kleine Almhütte. Und das fand ich ein unglaublich schönes Motiv, weil auch das Kruzifix mit dem Jesus eine wunderschöne Arbeit von den Grötner Herrgottschnitzern ist. Im Grötnertal unten, St. Ulrich, kommen ja die Herrgottschnitzer, die Grötner her, ist eine uralte Tradition. Und wenn man unten in St. Ulrich ist, da gibt es ein wunderschönes Museum, wo einige Dinge ausgestellt sind, Krippen und andere Herrgottschnitzereien. Und auch in den Kirchen in St. Ulrich, da sieht man unglaubliche Arbeiten. Wenn man sich vorstellt, in einem Dorf, in dem wirklich die berühmtesten Herrgottschnitzer der Welt leben und gearbeitet haben, die haben natürlich eine künstlerische Pracht, dass man einfach nur neidisch werden könnte, wenn man hier so sieht, diese bisschen ungelenkten Marienfiguren, die halt irgendwelche Künstler damals in der Provinz so erstellt haben. Wenn man sich das ansieht in der Fassmalerei, in all diesen Traditionen, ist das Grötnertal, ich denke, das Allerbedeutendste. Die Moroder-Familie, die dann auch weiterging eben ins Lechtal, da wo ich es Bildhauern ein bisschen gelernt habe, die kommen auch aus dieser Tradition. Ansonsten gibt es natürlich die Ammergauer Herrgottschnitzer, die auch noch ganz, ganz hervorragende Arbeit leisten. Jedenfalls an diesem Motiv bin ich gestanden, aber das war natürlich ein bisschen ungünstig, weil wenn man genau durchschaut jetzt, ja, das Kruzifixen geht man ein bisschen in die Knie und dann sieht man genau den Langkofel, wenn du dich da jetzt hinstellst und das dort malst, dann hast du das gleich im Kreuz und bist komplett buckelt. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme aus dem Video einfach ein Standbild raus und das zeichne ich im Atelier ab. Und wenn man so eine größere Arbeit vorhat, ist es immer eine gute Idee, wenn man es erst einmal kleiner versucht, um zu schauen, ob es überhaupt wirken kann. Weil nicht jedes Motiv, was im Film gut ausschaut oder was man jetzt so gesehen hat, eignet sich dann auch für die Malerei. Und deswegen habe ich jetzt in den letzten Tagen hier einmal eine kleine Ölskizze gemacht. Die ist jetzt hier so im Format 30x40. Also jetzt etwas größer als so die Plenärstudien, die ich mache, weil ich habe sie hier im Atelier gemacht. Da habe ich einfach vom iPad abgemalt, ganz modern und unspektakulär. Deswegen habe ich euch das jetzt auch nicht gezeigt. Was mir jetzt dabei eben auch wichtig war, einfach zu sehen, funktioniert es hier vorne die große Figur, die ist ja ganz verwittert gewesen, die steht ja da seit Jahrzehnten oben, also das halbe Gesicht hat hier am Jesus gefehlt. Und dahinter die Berge, schaffe ich es, die Tiefe, die dieses Motiv hat, zu erreichen? Weil hier der Berg hat natürlich, dadurch, dass er die Sonne kriegt, hat er ein warmes Morgenlicht bekommen und tritt dadurch natürlich etwas nach vorne, aber vorne soll ja das Marterl stehen. Und das war etwas, wo ich gesagt habe, das muss ich erst probieren.
Ich finde, das Motiv funktioniert gut und ich könnte es mir eben auch vorstellen, dass es, wenn es richtig groß ist, schon auch einen Eindruck hinterlässt. Mich hat dieses Motiv, ich bin kein übertrieben religiöser Mensch, aber mich hat dieses Motiv ganz besonders angerührt. Wenn man sich vorstellt, dass die Menschen dort oben eben so ein Martal aufstellen, um die Kühe zu beschützen, um die Bergwanderer, die Bergbauern zu beschützen, dann ist das, finde ich, eine wunderschöne Geste und eine wunderschöne Tradition. Und ich habe mir gedacht, das ist jetzt genau das Motiv, was ich gerne richtig groß malen wollte. Und was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe eine Zeichnung angefertigt hier eben, in der ich vor allem darauf geachtet habe, dass die Proportionen stimmen. Wenn man sich hier anschaut, hier das Dachal, das ist hier in dieser Ding völlig falsch. Ja, da ist es richtig. Also das heißt, da habe ich eine Verkürzung gemacht, die ist nicht richtig. Ja, und wenn man das halt einfach so geschlampert abmalt, dann kommt es vor. Und bei der Übertragung auf das Große wollte ich natürlich, dass alles stimmt. Und deswegen habe ich mir bei der Zeichnung einfach mehr Mühe gegeben und habe ein Raster aufgetragen. Und genau dieses Raster habe ich hier eben auch auf der Leinwand hier aufgetragen. Die Leinwand ist 1,70 mal 90. Und jetzt kann ich ein bisschen schauen, wenn ich mir eben diese einzelnen Blöcke anschaue, ja, dann sehe ich viel einfacher, wo was zu sein hat. Ihr seht, das ist jetzt keine genaue Zeichnung. Das ist auch jetzt bei so einem Ölgemälde nicht wirklich wichtig. Weil wenn ich dann in die Details gehe, zum Beispiel wo jetzt die Berge, wo was vorsteht, wo ein Stein Licht bekommt oder so, oder auch hier bei der Jesusfigur, da werde ich sowieso auf die Fotoreferenz dann genau schauen. Jetzt geht es erstmal darum, sind die Stellen am richtigen Platz, dass das einfach insgesamt funktioniert. Weil man muss sich vorstellen, bei so einem großen Bild, um den Überblick zu haben, muss man einfach ein paar Meter weggehen. Und dann kannst du wieder nicht hin, um zu malen. Und wenn einem das schon so schwer fällt hier, dann wird es auf so einem großen Motiv einfach insgesamt viel, viel schwieriger. Diese Gittereinteilung, das hat tatsächlich Dürer schon gemacht. Das ist eine ganz, ganz alte Technik eben zu übertragen. In der modernen Malerei werden ganz viele Projektoren verwendet, um zu zeichnen. Also das lehne ich ganz grundsätzlich und zwar ganz kategorisch ab. Nicht nur, weil ich keinen Projektor habe, sondern auch, weil ich denke, dass die Projektion von einem Foto, die man dann da einfach nur abmalt, also das kommt mir ein bisschen wie Malen nach Zahlen vor. Das hat mit Kunst nichts zu tun. Aber dass man sich eben so ein bisschen eine Hilfe nimmt, um von einem kleinen Motiv aufs Große zu übertragen und das mit den Rastern, das ist definitiv absolut zulässig. Ansonsten, ich meine, man wird schon hinkriegen, aber mit unglaublich viel Arbeit und da was ändern, das ist ja auch nicht nötig. Ja, diese Technik, die wollte ich euch jetzt einmal zeigen. Und jetzt fange ich an zu grundieren. Ich werde jetzt hier erst einmal warme Töne unterlegen. Überall da, wo ich warme Holztöne haben möchte, werde ich warm grundieren. Und die Schattenpartien erst einmal vom Berg, da fange ich also mit dem Schatten an und werde die Lichter später drauf setzen. Das ist ohnehin etwas, was man machen sollte, dass man immer vom Kalten ins Warme, vom Dunklen ins Helle malt in der Ölmalerei, also in der deckenden Malerei. Anders natürlich beim Aquarell, da muss man es natürlich genau andersrum machen. Aber da wir Schichten übereinander setzen, wird eben jetzt der Berg dunkel. Da versuche ich die warmen Töne zu bekommen, wobei, wenn man sich das eben anschaut, das Holz ist nicht, hat nicht diesen warmen Holzton, sondern das ist hier, also das ist eine Lärche. Das heißt, die ist ganz grau geworden. Aber ich werde sie etwas wärmer machen, um es nach vorne zu bekommen, um den Kontrast zu finden, eben zu dem
kühlen hinten stehenden Berg. Und wenn der Berg dann hier seine Sonne, der Langhove seine Sonne kriegt, ja, dann hoffe ich, dass das wie bei dem Bild, da funktioniert das nämlich sehr gut. Da entsteht hier so ein Spannungsfeld und das Auge springt, weil es den Berg, der kommt stark hervor hier mit dem Schnee hier in der Sonne und dem kühlen Schnee, da pulsiert etwas. Und ich hoffe, dass ich das eben in der Größe auch so umsetzen kann. Ja, die Grundierung ist gemacht. Die Flächen sind erstmal einfach geblockt. Hier sieht man leider im Weiß immer noch die Bleistiftstriche drin. Das ist immer ein bisschen problematisch. Viele Maler nehmen Kohle zum Vorzeichnen, weil die, sobald man mit der Farbe drüber geht, sofort verschwindet, aber natürlich auch Kraut. Aber das ist jetzt bloß die allererste Schicht. Die habe ich jetzt mit relativ viel Terpentin, deswegen habe ich auch die Tür offen gelassen. Hier das alles vorgrundiert, das heißt, es wird jetzt relativ schnell trocknen, hoffe ich. Und ich werde es jetzt auch raushängen, es ist ja wunderschönes Wetter draußen. Und dann werde ich anfangen, ins Detail zu gehen. Wie immer, wie auch der Bildhauer, von außen nach innen, vom Groben ins Feine. Man fängt erst einmal an und macht mal ganz groß, das sind die Blöcke, hier ist das Dachel, hier ist das Kreis, da sind die Berge, dass man jetzt erst einmal so eine Grundstruktur hat. Und dann fängt man an, hier sowas rauszumodellieren und dann Schnee und die Schatten und das, die Maserung vom Holz und so weiter und so fort. Das kommt alles viel, viel später. Also, bis dann. Thank you.
Ja, manchmal ist es einfach auch ein Anstreicherjob, den man hier macht, wenn man sich einmal diese große weiße Fläche hier anschaut, die man hier einfach nur mit Schneeweiß anstreichen muss. Das ist schon auch ein bisschen langweilig. Bei einem so großen Bild, was man über mehrere Tage und Wochen malt, da fällt es mir manchmal schwer, die Spannung zu halten, immer wieder in die gleiche Stimmung zu kommen. Und die braucht es, damit ein Bild nicht auseinanderfällt. Dass man, auch wenn man in mehreren Schichten arbeitet, wenn man mehrere Teile arbeitet, hier bei dem Bild, der Berg, der ist jetzt schon, glaube ich, 2 Wochen fast fertig. Mit dem hier habe ich überhaupt noch nicht angefangen. Und um eben diese Stimmung immer wieder herstellen zu können, da hilft es mir, wenn ich auch immer die gleiche Musik höre. Und ich höre dann einfach immer das gleiche Album. Und hier, wenn ich den Inri, wie ich ihn liebevoll nenne, den König von Nazareth, male, dann gibt es natürlich nur einen, den man dazu hören kann, und das ist der King. Und zwar höre ich hier das Album Elvis at Stax. Da hat 1973 hat der King dort eben Aufnahmen in dem legendären Studio gemacht, was zu der Zeit ganz, ganz stark war in Richtung Soul und Funk. Und da hört man einen ganz anderen Elvis. Da hört man eben nicht diesen Rock'n'Roll, diesen Country eingeschlagenen Elvis, sondern da hört man ihn eben zusammen mit der modernen schwarzen Musik in den 70er Jahren, und das ist wunderbar. Und dieses Album ist eben, da gibt es eine Special Edition, da sind eben auch Outtakes drauf, der scherzt da mit den Musikern und mit den Tonleuten. Und das ist ein wunderbares Album vom King. Ja, und den höre ich hier immer auf meiner kleinen Box da oben. Ich kann es euch leider, kann ich ihn euch nicht vorspielen aus Rechtegründen. Ich muss euch irgendeine andere Musik unterlegen, das hilft nichts. Ja. Und jetzt werde ich wieder weitermachen. Heute steht der zweite Berg an. Hier der Blattkofel. Mit dem Langkofel bin ich soweit relativ fertig. So ein paar Mal muss ich da noch drüber gehen. Die Farbigkeit ist noch nicht ganz da. Da werde ich noch schauen. Und dann irgendwann kommt hier der andere King, kommt dann auch noch, wo ich ein bisschen mehr ins Detail gehe. Aber das war mein Tipp heute für euch, wenn ihr länger an etwas arbeitet. Und ich glaube, das gilt wahrscheinlich nicht nur fürs Malen. Ist es immer gut, wenn man sich durch Musik in eine ähnliche Stimmung bringt. Und mein absoluter Albumtipp hier, Elvis at Stax. Ich verlinke euch das Album. Als Amazon Prime-Kunde kann man es sogar umsonst hören. Ansonsten Spotify, kauft euch die CD. Es ist ein wunderbares, ganz, ganz tolles Album. Jetzt sitze ich hier in den letzten Sonnenstrahlen hier abends vor meinem Atelier, genieße mein Feierabendbier. Ja, morgen ist der Karfreitag und da ist er pünktlich fertig geworden. Der Herrgott vorm Langkofel und vorm Blattkofel. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht. Ihr konntet ein bisschen lernen. Die Technik, die Tricks, die ich so ein bisschen anwende bei einem größeren Bild. Wenn ihr Fragen habt, ich freue mich immer,
Schreibt es einfach rein in die Kommentare. Und jetzt langsam habe ich nur vom Schnee, von der weißen Pracht. Jetzt freue ich mich auf ein bisschen Grün und ein bisschen einen Frühling. Der Gründonnerstag übrigens, der kommt nicht von der Farbe Grün, sondern der kommt vom bayerischen Gräner. Warner, weinen, daher kommt es. Hat nichts mit Grün zu tun, man muss ja nichts Grünes essen. Und es ist ja immer noch Fastenzeit und ihr wisst ja, in Bayern ist Bier eine Fastenspeise. Und deswegen trinke ich jetzt nochmal auf euer Wohl. Pfiat euch, servus. Bleibt bloß gesund, gell?